warum wir dabei sind, weil es wirklich eine geniale, großartige Möglichkeit für die Schüler ist. Das heißt, Schule trifft Wirtschaft in diesem Bereich und das ist eine einmalige Gelegenheit. Es ist auf jeden Fall was Besonderes, dass man das einmal erleben kann. Vor allem mit trotzdem extrem vielen Schulen von Oberösterreich. Die Schülerinnen und Schüler lernen unglaublich viel, wie sie sich bei Challenges verhalten, was ihre Stärken sind, wo sie sich noch ein bisschen weiterentwickeln können. Natürlich ist es toll, wenn wir dann jemand auch finden, wo wir dann sagen, hey, ihr seid so cool, möchtet ihr bei uns ein Praktikum machen oder möchtet ihr nicht einfach einmal bei uns später arbeiten, kommt, bewerbt euch. Meine Erwartungen waren eigentlich schon relativ hoch von dem, was ich letztes Jahr schon gehört habe. Aber dass halt so viel Gruppenchallenges und so viel Spaß eigentlich auch dahinter steckt, das hat die Erwartungen dann schon sehr übertroffen. Ich bin stolz drauf, was wir in Oberösterreich an Potenzial haben. Ich bin ja selber in eine Handelsakademie gegangen vor vielen Jahren und das, was danach kommt, macht mich echt stolz und da bin ich zuversichtlich, dass wir in Zukunft die richtigen Fair- und Einkäufer in der Firma finden. Das Siegerteam der Fürstalpine Hackstage Challenge 2023 kommt aus dem Mühlviertel, Hacke Urbach! Fürstalpine, one step ahead.